Tarawi ist ein Slum in der indischen Millionenmetropole Mumbai. Er gilt als eines der größten Armenviertel Asiens. Von Auflagen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen, wie zum Beispiel Abstand halten und Ausgangssperre, kann hier kaum die Rede sein. Die Bedürfnisse der Menschen sind einfach schwerwiegender als die Angst vor einer Infektion, wie es diese Einwohner des Slums kürzlich genauer beschreiben. Hier haben viele Menschen nichts zu essen und es gibt viele andere Probleme. Sie können nirgendwo hin, noch irgendwas tun. Wohin sollen sie denn, wenn sie kein Geld mehr in der Tasche haben? Ich habe keine Arbeit mehr. Es gibt einfach keine Arbeit. Meine Kinder haben kein Essen, aber Angst. Jede Mahlzeit ist ein Problem. Man muss sich um das Frühstück sorgen und um das Mittagessen. Es gibt nichts zum Anzünden für den Herd und einen Gasherd können wir uns nicht leisten. Früher konnte ich meinen Kindern Essen geben, als ich Jobs hatte, aber jetzt gibt es nur noch Kummer und keine Arbeit mehr. Die Zahl der Infektionen ist in Mumbai am Wochenende offiziellen Angaben zufolge auf rund 3000 gestiegen und es hat etwa 110 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Experten befürchten jedoch, dass die Zahl in den kommenden Wochen deutlich steigen könnte, denn schätzungsweise leben 65% der 12 Millionen Einwohner der Stadt in dem Slum.